Guten Tag und hallo mal wieder zu noch einer Produktübersicht RMF Charger. Warum noch eine? Und zwar aus dem Grund, weil ich letztens die Kollegen völlig außer Acht gelassen habe. Ich habe zwar Action for Free seinen Spezial-RMF-Ferritkern so nebenbei mit erwähnt, aber er war nicht der Einzige gewesen, der sich in den letzten Jahren da wirklich ins Zeug gelegt hat. So, und die Retourkutsche dafür habe ich am 17.07. bekommen. Da wurde ich nämlich sozusagen befreit, höchstwahrscheinlich von meinem Führerschein. Wer genaueres wissen will, der kann sich mal in der Presse umgucken. Ich will da jetzt keine weiteren Details abgeben, aber die Erlöse von den RMF-Chargern, die ich hier raus jetzt mache, viel ist es ja nicht, die werden demnächst erstmal an den Vatermandatsstaat gehen, so wie es aussieht. Naja, okay, deshalb jetzt wird den Kollegen jetzt richtig Energie gegeben, weil die müssen das wahrscheinlich nicht machen. Mal gucken, ob es was bringt. So, als erstes hätten wir da die RMF-Charger-Platine, die der Johannes entwickelt hat, alias VEB Sachsen. Ich habe jetzt nur mal so ein bisschen bestückt. Man kann so 1 Ampere Dioden kriegt man drauf. Die 3 Ampere Dioden bekommt man hier leider nicht drauf. Ich weiß nicht, ob er da mittlerweile schon eine weitere Version hat. Das wäre schön, wenn man hier mindestens 3 Ampere Dioden noch, wenn man hier 3 Ampere Dioden reinkriegen würde. Weil die Transistoren, hier habe ich zum Beispiel in Tipp 41, die schaffen ja schon so 6 Ampere und so mit 3 Ampere Dauerbetrieb kann man dann so eine Platine durchaus ganz gut betreiben. Hier an die Stelle käme dann noch das Potentiometer und hier an die Stelle kommt dann unser Ferrit. Ja, hier noch ein extra Vorwiderstand eurer Wahl und dann haben wir hier oben einen Ausgang und hier einen Eingang. Finde ich eine sehr schöne Platine. Da hat Johannes auch schön drauf geachtet, dass die Abstände von den Leiterbahnen weit auseinander sind. Ne? Weil wir rechnen ja hier nicht mit der Nennspannung, sondern mit den Back-EMF-Spannungen. Und die sind ja um ein Vielfaches höher als die Nennspannung, mit der wir da arbeiten. Und falls wir hier schon mit Nennspannung von 50, 60 Volt irgendwie arbeiten, dann haben wir hier Back-EMF-Pulse, wenn wir richtig schöne viele Windungen auf unserem Ferrit drauf haben. Die können dann auch mal schon so an die 1000 Volt rangehen. Ne? Und da müssen wir schon ordentlich Abstand lassen bei den Platinen. Also das Ding hier hat mein volles Okay. Das könnt ihr vom Johannes bekommen. Link ist hier unten drunter. So, dann die Platinen, die sind schon vor 1-2 Jahren geliefert worden. Aber jetzt ist halt wirklich erst der Zeitpunkt, wenn wir sie in die Öffentlichkeit hauen. Das finde ich auch eine sehr schöne Platine hier. Vor allem hier ist der Originalunterschrift vom René Reinders drauf aus dem Jahr 2012, der praktisch die Schaltung uns allen geschenkt hat. Wer die hier entwickelt hat, weiß ich es nicht genau. Action for Free hat sie mir auf alle Fälle geschickt. Ist auch eine sehr schöne Schaltung, aber hier habe ich einige Sachen zu bemängeln, nachdem ich mir die im Detail mal angeschaut habe. So, und zwar sind die Leiterbahnen hier teilweise schon ziemlich nah aneinander. Die würde ich an einigen Stellen noch ein bisschen weiter auseinandersetzen. Dass unser Triggeranschluss vom Transistor da gut geschützt wird, dass da keine Spannungen dann über die Oberfläche huschen. Und über den Output wurden hier Widerstände gelegt. Eigentlich nur für die Anzeige, für die Betriebsanzeige. Trotzdem würde ich hiervon eigentlich abraten, über den Output direkt irgendwelche Widerstände zu nehmen, weil die meines Erachtens ein Teil von den Back-EMF schlucken. Ne? Also, wie man da eine Zustandsanzeige noch reinbekommt, ich würde die Zustandsanzeige dann eher irgendwie über einen Triggerdraht mitmachen. Ne? Praktisch dann eine parallele Wicklung vielleicht noch mit auf den Re-EMF, der dann praktisch extra nur eine LED betreibt, dass man praktisch sieht, wann er Ampere zieht, das würde gehen. Und dann ist hier noch die Sache, dass man hier 3 verschiedene Dioden drauf macht. Also hier eine ganz große, eine Hauptdiode und dann hier 2 kleinere. Da würde ich sagen, es wäre auch gut, wenn man 3 identische oder zumindest 2 identische Dioden, die Durchlassdiode und die Back-EMF-Diode, dass die identisch sind. Und zwar aus dem Grunde wegen den Zeiten. Ne, dass die wirklich genau die exakt selbe Zeit haben, wenn die zumachen. Ich weiß es nicht, aber in meiner Theorie ist es nicht ganz so optimal, wenn die eine Diode etwas früher zumacht und die andere etwas später. Ne, dann kriegen wir wahrscheinlich die Schwingung nicht so hin, wie wir sie wollen. Deshalb, ich würde hier drauf plädieren, 2 identische Dioden mindestens, am besten 3 identische Dioden
zurückzunehmen, damit die Zeiten, die exakten Zeiten von den Dioden eben auch eingehalten werden können. Dass die immer zur exakt selben Zeit schließen und auch öffnen können. Ansonsten finde ich es ein sehr, sehr schönes Design. Hier kann man auch größere Transistoren drauf machen. Also hier wäre es optimal, wenn die zwei Dioden hier oben noch so weit auseinander gemacht werden könnten, dass da große Dioden drauf kommen könnten. Und dann wäre das echt eine schöne Schaltung, so bis 10 Ampere. No? Okay, die zwei Angebote haben wir. Dann Action for Free sein Spezial-Re-EMF-Ferrit. Der geht nicht so schnell in die Sättigung wie andere. Und das Piechen ist nicht ganz so laut. Und nach den ganzen Tests hat er ihn und ich jetzt auch mit als den besten mit herausgefunden, den wir so finden konnten. So, und last but not least, das gehört auch noch irgendwie mit dazu, die altbekannte Akku-Auffrischer-Schaltung. Die gibt es auch von verschiedenen Bastlern. Da habe ich hier unten auch mal ein paar Links, ne, um eure Akkus fit zu halten, während sie irgendwo rumstehen, eure Bleiakkus. Und die Basis davon ist ja der NBN-Kippgenerator. Und da hat auch Action for Free einen kleinen Bausatz für euch, der euch da mal in die kompletten Basics einweiht von dem Ding. So, okay, gut. Ich hoffe mal, damit habe ich wieder ein paar Karma-Punkte gesammelt. Mal schauen. Ich wünsche euch erstmal was und viel Spaß beim Basteln.